Nation durchbekommen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Wir springen ja aber nun in das zweite Halbfinalspiel rein. Gamut Gaming gegen die KT Roadstar Bullets. Das bedeutet, sie führen mit 1:0, haben ja den moralischen Vorteil auf jeden Fall auf ihrer Seite. Aber wir konnten ja auch schon zuvor sehen, dass da sich das ein oder andere Team von erholen kann. Also, wir sind jetzt im zweiten Spiel und Gambit muss dieses gewinnen, sonst sind sie natürlich fertig mit der IEM World Championship und müssten nach Hause gehen, was natürlich sehr, sehr traurig wäre. Das heißt, es ist für sie hier jede Menge auf dem Spiel und sie wollen dieses Spiel verlieren. Klar, sie wollen dieses Spiel verlieren. Nein, sie wollen es natürlich gewinnen, für sich entscheiden, um dann im dritten Spiel zurückzukommen und gegen Fnatic im Grand Final Best of 5 morgen zu spielen. Können wir schon kleine Unterschiede bei den, ja, bei den Support-Items sehen. Score bereitet sich davor. Zack, kurz die Rakete in Genjas Gesicht. Ihm ist das relativ egal, er bleibt da geduldig. Aber Edward versucht es mit dem Flash. Ebenfalls noch Scores Flash provoziert. Also der AD-Kill ein bisschen verwundbar. Edward gleich von Anfang an sehr aggressiv. Ist ja auch in der Lage, hier einen guten Thrash zu spielen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, Edward hat sich hier für das Relic entschieden. Das ist eine interessante Wahl. Natürlich ist der Execute inzwischen nicht mehr vorhanden für Range Champions, sondern er muss jetzt wirklich Last hitten, um dort das Gold an seinen AD Carry abzugeben. Viel wichtiger jetzt gerade eben, der Escape, der einzige, den Escape, den Jinx hatte, ist nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn Edward jetzt nochmal einen Hook auf sie trifft, dann hat sie überhaupt keine Chance mehr, irgendwie davon wegzukommen. Und Thresh mit dem Relic wird in der Lage sein, die Elayne relativ schnell schon auf Level 1 hart zu pushen, dann ein frühes Level 2 zu kriegen, aber Gambit jetzt erstmal mit dem Invade hier auf den gegnerischen Blue Buff. Ja, das ist eine interessante Wahl. Das heißt, hier könnte man da so ein kleines bisschen den Insta bestehlen. Auch Shyvana hat sich jetzt überlegt, den Blue Buff selbst zu stammen, damit der eigene nicht geklaut wird. Das ist eine sehr, sehr interessante Variante. Sicherlich kann hier Darion damit aktiv nichts anfangen, schluckt auch hier schon ordentlich Schaden, wird aber Level 2 erreichen, dann auf die Top-Lane zurückkehren und kann sich dann gegen Leonport behaupten. Also schöne Rotation insgesamt. Insta wird da auf jeden Fall nicht von begeistert sein. Er freut sich überhaupt nicht, hat keinen Blue Buff mehr zu seiner Verfügung. Immerhin hat er den Red Buff bekommen. Das wird ihm zumindest ein wenig helfen. Shyvana hier auf unter 200 Leben muss jetzt natürlich nach Hause gehen, um sich das Leben wieder zu holen. Kann dann aber in die Top-Lane, wie du schon gesagt hast, und dann gegen Renekton da oben in der Top-Lane kämpfen. Lee Sin mittlerweile bei seinem Red Buff, hat sich den eingesammelt und jetzt fangen die ganz normalen Lanes an. Ja, jetzt hat ja auf jeden Fall Gambit Gaming etwas gezeigt, was wir noch nicht so häufig gesehen haben. Es dauert noch ein bisschen, bis Darion auf der Top-Lane ist, also Leopard hatte natürlich schon farmtechnisch die Vorteile. Sicherlich bringt der Blue Buff ein kleines bisschen mehr. Sie haben jetzt halt darauf investiert, dass ganz einfach Insta geschwächt ist. Er braucht jetzt auch eine gewisse Zeit, ehe er Level 2 wird, wird sich jetzt hier auch mit dem großen Geist beschäftigen. Aber interessant, insgesamt gute Wahl. Diamond muss jetzt aber rotieren. Er will jetzt hier zur Botlane gehen, muss da Jinx abholen. Es wird da, denke ich, eine recht knappe Situation. Er ist da bereits fort und hier sehen wir schon, dass der Hook auf Mafa sitzt. Auch Score mittlerweile 4 Leben verloren. Der Counterking hat da auf jeden Fall keinen Erfolg mit dem Shield. Kann dann nochmal Diamond arbeiten. Insta kriegt ja auch ordentlich Schaden nochmal ins Gesicht. Das Ganze hat sich herausragend gelohnt. Gambit Gaming in der Lage, kreativ zu sein. Auf jeden Fall noch rechtzeitig der Flashdown von Lee Sin und hier Engage mit. Oh, Alex Itch geht hier ebenfalls rein. Ist aber noch ein Tower, muss da aufpassen. Zieht sich da zurück. Natürlich der Pot immer wieder da. Hat auch seine Flasks zur Verfügung, also Sustain ohne Ende. Beide natürlich mit dem gleichen Item ausgestattet. Sollte aber vorsichtig sein. Insect sucht hier den Weg zur Mitte. Er rotiert auch immer wieder weiter nach oben, um einfach den nördlichen Weg zu nutzen, um zu fliehen. Man sieht jetzt hier, dass Alex echt bereit ist. Auch Insect ist jetzt hier da. Der Sprung sofort ausgeführt. Einfach nur, um gar nicht erst in Repel Range zu kommen. Das ist natürlich auf jeden Fall besser so. Alex muss da sehr aufpassen, keine Kills abzugeben. Das Einzige, das Schlimmste, was er tun könnte, ist Kassadin ein paar Kills zu geben. Er würde sich sehr freuen und sagen, vielen, vielen Dank. Ich mach dann mal den Rest deines Teams kaputt mit den Kills, die er da einsammelt. Wahrscheinlich baut er relativ langsam und eher so ein Bild, der schön ins Late-Game scaled. So mit einem Katalysator und im Zweifel noch mit einer Träne dazu. Wir werden sehen, wofür er sich dann letztendlich entscheidet. Jetzt der Gegengang Diamond kommt in die Mitte. Ja, mal sehen, ob er da was reißen kann. Botlane hat er auf jeden Fall erfolgreich durchgeführt. Jetzt sehen wir schon, dass er da ist. Versucht er mit dem Ward zu arbeiten. Der Schaden auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat Rio auf jeden Fall unterschätzt. Immer noch die Towershots in sein Gesicht. Kommt da aber nochmal weg. Also Diamond hier sehr, sehr fleißig, was die Ganks angeht. Sorgt hier für ordentlich Druck. Wir haben ihn ja auch schon in anderen Spielen mit Lee Sin spielen sehen. Und er war damit grausam effektiv. Das gerade war eine leichte Fehlkommunikation. Trotzdem auf der Seite von Gambit. Diamond wollte da unter den Tower gehen. Wollte den Kill holen. Hat dafür 2 Tower jetzt gefressen.
Schaden ist deshalb jetzt relativ low. Jungelt immer noch weiter, aber eben kann nicht mehr wirklich effizient ganken. Alex hatte seinen Flash noch, er hätte sich den Kill holen können, es wäre nur noch eine einzige Auto-Attack nötig gewesen, aber natürlich, Kassadin musste so nach Hause gehen, das wird dann ein CS-Vorteil sein für Alex, sobald Kassadin da wieder dabei ist, muss er immer noch schön vorsichtig sein. Ich glaube, sie haben auch unterschätzt, wie dermaßen weich Ryu hier ist. Also er hat wirklich viel Schaden gefressen, muss man hier ganz einfach dazu sagen. Nun mit der Träne ausgestattet, sucht also massiv das Late Game. Und das kann Gambit Gaming aussuchen. Kassadin fühlt sich nicht gerade wohl gegen einen AD-lastigen Champion in der Mitte, weil seine Passive mehr oder weniger völlig nutzlos ist. Sie gibt ihm natürlich etwas Magic Resist. Magieresistenz ist aber in diesem Spiel nicht das, was man braucht. Jedenfalls nicht gegen K6 und dann einen Lucian und einen Lee Sin, die ja alle sehr viel AD-Schaden machen. Jetzt Elise wieder unten in der Botlane, aber Thresh und Lucian im Moment noch relativ vorsichtig, müssen hier aber jetzt echt aufpassen. Oh, jetzt sitzt der Cocoon. Edward kriegt ja Riesenprobleme, kann mit dem Flay nochmal arbeiten. Auch der Schild ganz nützlich, um hier Schaden abzufangen. Repel ist jetzt draußen. Schön, erst das Flash abgeworfen. Insekt wird immer abgeworfen. Der Hook hat quasi noch gesessen. Ein Autodeck reicht aus. 1:1 hier getradet. Zwar noch die Barrier draußen, aber schön gemacht. Der Hook war zwar nicht animiert, aber der Stun war da. Diamond jetzt ebenfalls noch auf dem Weg. Immer noch Score mit wenig Summoner Spells dabei. Kann ja nochmal den Slow auspacken. Er hat noch das Flash zur Verfügung, darf da also nicht zu tief reingehen. Score kommt dann nochmal ohne Flash-Einsatz davon. Aber da eben war echt beeindruckend, wie lange Edward... Oh, Toplane Darion wird da angezündet. Überlebt das Ganze noch mit ganz, ganz wenig Leben. Leopard kann da nicht reingehen. Hat ja schon einen Towershot gefressen. Aber wir sehen schon, dass Alex Itch da nicht weiter rotiert. Könnte natürlich zur Toplane laufen. Hat ja den Vorteil, dass er noch, quasi noch nicht die Ultimate zur Verfügung hat. Ryu jetzt hier mit Level 6. Jetzt wird schwierig, ihn zu gängen. Man hätte nach oben rotieren können. Man hätte da vielleicht einen Kill abholen können. Stattdessen bleibt er lieber in der Mitte und farmt da fleißig weiter. Was ich vorhin sagen wollte, Edwards Flash war großartig, hat gewartet bis zum letzten möglichen Augenblick, flasht dann weg und dann haben sie immerhin das 1:1 bekommen. In einer Situation, wo es eigentlich ein perfektes 1:0 von KT hätte sein sollen. Das heißt, Gambit jetzt gerade 2:1 und hier kommt Elise. Ah, Repel sitzt nicht direkt auf ihm, wurde über die Minions gegangen. Auch hier der Cocoon nicht gerade dabei. Diamond. Und schön gemacht hier mit dem Ward nochmal gearbeitet. Oh, der Schaden stimmt auf jeden Fall. Oh, das natürlich hier kleine Kommunikationsprobleme. Hier hat man die Plätze getauscht. Unangenehm. Jetzt muss ja Alex Itch seine Ultimate verwenden, um wegzukommen. Diamond ja auch mit riesengroßen Problemen. Wird da, denke ich, auch noch abgeholt werden. Oh, Thresh rettet. Nein, rettet hier kein Leben. Ryu holt sich da den Kill. Wichtig für Kassadin. Ärgerlich. Da müssen sie dran arbeiten. Dass man hier die Plätze getauscht hat, war unangenehm. Sie wollten den Fighter suchen, weil Diamond selbst in der Lage war, viel Schaden rauszudrücken. Genau, und K6 hat dann gedacht, okay, ich flash jetzt über die Wand und mache da noch mehr Schaden oben drauf. Hat leider nicht geklappt. Das heißt, stattdessen haben sie sich dann einfach zurückgezogen und Lee Sin musste leider dran glauben, das nicht geschafft, da heile rauszukommen. Ryu, wie du schon gesagt hast, wird sich freuen über diesen Kill. Er braucht ja bekanntlichermaßen viel Gold, um wirklich hoch zu skalieren. Jetzt geht auf die Bottomlane, will da noch mehr. Oh, Edward muss da aufpassen, verliert er unglaublich viel Leben. Man ist zwar noch nicht Level 6, aber Ryu ist da, kann ja den Assassin spielen. Kommt ja auch dazu, holt sich da Edward ab. Wieder der Hook dabei, aber es reicht diesmal nicht aus. Genscher verliert viel Leben. Man könnte nochmal mit der Ultimate reingehen. Zack, der Kill da geholt. Sofort mit dem Reset gearbeitet. Aber er hat sogar noch beide Kills bekommen. Super ärgerlich für das Team von KTB. Jetzt kommt hier Diamond nochmal dazu, will sich da um Score kümmern. Er hat nur noch beide Summoner Spells zur Verfügung, kann sich dazu verteidigen, muss da schauen, dass er so ein bisschen kitet. Die Minions natürlich in einer unangenehm großen Anzahl. Auf jeden Fall, Diamond hier wird einfach nur Beschützer des Towers spielen und ganz, ganz wichtig war dabei eben, dass Genja beide Kills bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, wie Annie noch geschafft hat. Kassadin etwas zu greedy, war unter dem Tower, hat zwei Hits davon genommen, mitten ins Gesicht und ist dadurch dann... Ja, am Ende auch noch vom Tower gekillt worden. Dadurch Lucian jetzt 3-1-1 und konnte sich schon das BF-Sword holen, während Jinx immer noch nur mit der Pickaxe dabei ist. Ja, sie hat sich versucht, ihr Titelbild noch ein bisschen mit den Dorans Schilden, Dorans Blades ein bisschen aufzubessern. Ist noch ein weiter Weg, um massiv viel Schaden anzurichten. Auch der Weg von Ryu jetzt ein bisschen anderer, geht jetzt hier etwas in Richtung Hourglass. Das heißt, mit den Seagulls Armguard Rüstung garantiert. Das gleiche gilt natürlich auch für die AP. Macht damit mehr Schaden, aber Alex Itch weiß sich itemtechnisch bezogen zu wehren. Geht ja frühzeitig auf den Hextrinker. Also ich bin überrascht, wie viele nicht Fehlplays, aber doch übereifrige Dinge wir hier sehen. Gerade in so einem dritten Spiel. Oh, jetzt. Na, reicht nicht aus. Und nein, aber es ist, das Wichtige an der Stelle war nicht, einen Kill zu holen, sondern er hat sich schon wieder ungefähr auf halbem Leben oder zumindest einiges an Schaden gemacht und sie sind wieder in der Defensive. Annie und Jinx können wieder nicht angreifen, stattdessen Genja und Edward eher diejenigen, die hier versuchen, die Plays zu machen.
dort selber natürlich auch sehr, sehr versiert darauf, seinen AD-Carry die Kills abzugeben. 0-2-4 ist auf jeden Fall stattlich. Es scheint sich auch noch zur Zeit bezogen auf das Relic ganz gut zu lohnen. Alex Edge muss hier mal wieder Schaden fressen. Das ist natürlich die Stärke von Kasalin. Er hat ja seine zwei Kills, reicht doch mehr als aus, denn Alex Edge versucht natürlich vom Farm hier sein Bestes zu geben, kommt aber hier nicht an die Tötung ran. Und dadurch natürlich ein kleines bisschen unterlegen. Kasalin skaliert auch an sich mit Leveln sehr gut. Und Darren jetzt wirklich inzwischen schon an den Inhibitor-Türmen des Gegners, obwohl der Innere noch am Leben ist. Kasalin springt jetzt hier rein und Darren, wo willst du jetzt hin? Er dreht sich um und will das kämpfen. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Variante, um so ein bisschen Zeit zu verschaffen. Geht er nochmal auf die andere Seite rüber, aber wie will man denn bitte einen Kasalin entkommen? Da hat er sich so ein kleines bisschen verlaufen. Vielleicht kann er es hier noch so lange nerven, bis hier in der Mitte noch Druck erzeugt werden kann. Wir sehen schon, Drake wurde währenddessen gemacht. Also kleiner Teilerfolg auf jeden Fall für Gambit Gaming. Und das ist so Darians Strategie. Er lenkt so viele Member des Gegnerteams so lange ab, bis der Rest seines Teams auf dem Rest der Map alles Mögliche einsammelt. Und jetzt sind drei Leute hier unten, vier Leute in der Botlane. Jo, oh, sehen wir schon, Genja kriegt da Riesenprobleme, aber da, oh, der Execute-Damage hat da ausgereicht. Instinct weiß aber hier, Score weiß nicht, wohin er laufen soll. 2-1 und insgesamt Glück gehabt für Edward, dass er nicht die Tower-Core hatte. Also doch, insgesamt, wenn wir Shyvana noch dazu zählen, ein 2-2 Trade. Elise ist jetzt auch unten in der Botlane, etwas zu spät, wird hier vermutlich niemanden mehr einsammeln können. Ja, schade, dass Genja da etwas übereifrig war, abgeholt wurde. Das hat Jinx auf jeden Fall einiges noch an Gold dazugegeben. Aber insgesamt Gambit jetzt 6-6 in Kills, 1000 Gold vorne. Sie schaffen es langsam, sich hier irgendwie ein wenig Freiraum zumindest zu verschaffen. Und zwei Kills auf Kha'Zix sind auf jeden Fall auch nicht fehl am Platze. Diese werden dann natürlich gut sein, um ihn jetzt in das Midgame zu katapultieren. Es ist ja anscheinend der Kampf der Assassinen. Das heißt, hier muss geguckt werden, ob man es schafft, entweder mit dem Kha'Zix besser zu arbeiten oder mit dem Kha'Zix. Das heißt, beide sind in der Lage, gut Schaden rauszudrücken. Müssen natürlich aber schauen, dass sie sich da nicht zu sehr gewagt nach vorne begeben. Es ist ja immer wieder schwierig, wenn man erst später zu dem Fight dazukommt, weil natürlich eventuell die Teammitglieder früher fallen. Aber hier können wir schon sehen, farmtechnisch ist ja Alex Edge gut dabei. Geht jetzt langsam aber sicher auf. Die Hydra Hexdrinker quasi nur ein Zwischen-Item. Insect trifft den Cocoon, also Darian muss da schauen, dass er wegkommt. Der hat keine Ultimate zur Verfügung, Flash ist zwar da, würde jetzt aber auch seinen Heimweg finden. Ist aber vom Farm insgesamt weit hinterher. Natürlich ist es mal wieder Renekton gegen Shyvana, das typische Matchup, aber Darian ist das relativ egal. Das Einzige, was er die ganze Zeit macht, ist pushen, Druck aufbauen, mehr Druck aufbauen, die ganze Zeit unerbittlich, jetzt der Hook. Oh, Marfa kriegt hier den Hook gelandet, aber Flay folgt erst relativ spät, auch die Box ist noch auf Cooldown, konnte da sich nicht um die Annie kümmern. Auch bei ihr, der Tibor ist immer noch nicht zur Verfügung, könnte aber dann schmerzhaft werden, wenn man versuchen will, die Mitte so ein bisschen zu diven, denn langsam aber sicher stimmt der Damage, den hier unser Rio ausbringen kann. Und er bewegt sich inzwischenzeitlich unten in die Bottomlane, wo natürlich Lucian gerade eben alleine gelassen wurde. Er hat den Tower noch nicht mal wirklich angekratzt, kann aber immerhin etwas farmen. Auch er hat circa 25 CS Vorsprung vor seinem Lane-Partner, beziehungsweise seines Lane-Gegners. Und jetzt mit hier mit einem gewagten Manöver in den gegnerischen Jungle, wollen sich da die Luba holen. Und Darian wieder seine klassische Taktik, ganz einfach nur Zeit zu schinden. Hat jetzt hier mittlerweile drei Mitglieder von KTB auf seine, ja, oder ja, seine Aufmerksamkeit quasi auf ihn gelenkt. Marfa da relativ schnell brennt, aber hier oben einfach nur nebenbei weg, hat schon die Hälfte der HP durch das Burnout verloren, will aber natürlich weiter chasen. Die restlichen Teammitglieder da aber nicht faul. Leopard kann dann nochmal den Stun auspacken. Darian wird bald seinen Ball und, oh, okay, er ist weg. Und vor allen Dingen Score kriegt noch den Kill. Trotzdem währenddessen der Mittower gefallen. Also, das ist einfach Darians Strategie. Feed to win wurde teilweise schon in Foren gesagt, 0-2-0 zu diesem Zeitpunkt, und er lenkt einfach immer und immer wieder den Fokus des Gegnerteams auf sich. Wir haben das heute Morgen schon auf seinem Aatrox gesehen, er wurde mehrfach getowerdived, ich glaube, er war 0-4-1 zu irgendeinem Zeitpunkt, und Gambit hat das Spiel trotzdem ohne größere Probleme doch für sich entscheiden können. Schlicht und alleine, weil Darian immer so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sein Tower wird jetzt hier oben fallen, zerstört werden von Renekton. Das heißt, er kann jetzt endlich sich freimachen und auch auf andere Lanes gehen, hier anfangen zu roamen und zu versuchen, sein Team hier zu unterstützen. Aber diese Strategie geht natürlich nur bedingt auf. Dazu müssen sich die anderen Lanes wohlfühlen. Alex, ich ist hier gut dabei, keine Frage. Und auch Genja fühlt sich vergleichsweise noch wohl. Der Farmnachteil wird aber irgendwann Darian das Genick brechen. Man muss ja dazu sagen, Renekton hat sich jetzt für den Brutalizer entschieden. Wird doch bald das Sunfire Cape fertig haben. Also Leopard mehr als tanky auch in der Lage, Schaden auszudrücken.
Das stimmt natürlich, und Shyvana ist jetzt eine ganze Weile lang schon nur mit dem Giants Belt und der Chain Vest unterwegs, hat immer nicht genug Gold, um das Sunfire Cape dann wirklich mal, ja, zu beenden, und damit ist sie natürlich so ein bisschen auf dem Stillstand und wird nicht unbedingt stärker. Jetzt ist es wichtig, dass hier mit dem Blue Buff gearbeitet wird. Oh, Lee Sin nimmt sich den, Alex hat ihn nicht bekommen, das ist natürlich schade, aber ich denke, damit werden sie umgehen können. Und müssen. Also hier natürlich trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, da gut zu arbeiten. Q gab es nochmal in das Gesicht des Teammitglieds. Rio bleibt jetzt hier sehr, sehr lange auf der Botlane, will sich da ganz einfach gegen Alex Itch nicht messen. Interessante Entscheidung, weil vom Farm her kann er da aufhören und ist da mehr oder weniger mit Genjar gleich. Und das Spiel verliert jetzt hier so ein bisschen an Schwung. Darien hier immer noch am Proxyen. Wird er auch echt ständig erwischt. Forciert zwar hier die Aufmerksamkeit, aber oh, gut gemacht. Konnte da nochmal gegen die Wand flashen und dann mit dem Drang's Descent da noch entkommen. Also hier viel Aufmerksamkeit generiert, aber Botlane unterdessen da wieder den Kill abgeholt. Und das ist natürlich jetzt gefährlich. Gambit müssen aufhören, ständig irgendwo einzelne Kills aufzugeben. Das gibt den KT Bullets die Chance, in diesem Spiel den Gold-Nachteil wieder wettzumachen und im Endeffekt dann auch langsam auf den richtigen Leuten genug Gold zu sammeln. Kassadin inzwischen 4-1-0. Wir sehen hier nochmal das Replay. Einfach Lucian etwas übereifrig und dann kommt die Elise vorbei. Da hilft auch Barrier nichts mehr. Kassadin sammelt sich seinen vierten Kill ein. Dragon ist in 30 Sekunden wieder da, aber Gambit muss jetzt vorsichtig sein. Warum hat er sich in den Busch gedasht? Das ist natürlich eine... Das sah mehr aus wie ein Mistling. Also normalerweise würde... Keine Szenario der Welt würde das begründen, weil er hat ja auch keine Vision da drinnen gehabt. Irritierende Entscheidung. Egal, Kill wurde abgegeben. KTW auf einem guten Kurs hier, das globale Gold wieder auszugleichen. Wie gesagt, der Farm von Alex Itch kann sich sehen lassen. Auch seine zwei Kills werden früher oder später in Aggressivität umgewandelt werden. Er hat noch nicht seine Hydra fertig, ist aber in der Lage, trotzdem ein gefährlicher Gegner zu sein. Darien wird da hier von dem Silence getroffen, interessiert ihn relativ wenig. Hup, geht jetzt hier auf Leopard raus, aber auf ihn will man natürlich nicht engagen. Das ist das tankigste Ziel, den wollen sie eigentlich nicht, aber ganz Gambit ist jetzt hier am Start und drängen KTB langsam vom Dragon weg. Ja, Kassadin ist 4-1-0, aber er war noch nicht wieder einkaufen, er hat die Items noch nicht, deshalb ist der Kampf gerade echt riskant. Ja, man kann auch vergleichsweise wenig gegen ihn machen. Er springt rein, holt seinen Burst Damage da so ein Stück weit raus. Edward müsste quasi einen epischen Hook landen, um ihn da sofort zu erwischen. Er hat noch seinen Flash zur Verfügung, ist da also relativ sicher. Aber Score auch ein attraktives Ziel. Oh, Flash drüber, es geht jetzt hier raus. Da natürlich drei Leute drauf. Der Schaden stimmt auf jeden Fall. Box ist jetzt ebenfalls raus. Einzelne Ziele werden nun abgefangen. Auch Jinx fühlt sich da unglaublich wohl. Holt hier einen nach dem anderen ab. Niemand kann hier aufgehalten werden. Alex Itch kriegt ja noch den Kill, aber bisher 4 zu 2 getradet. Das heißt, immer noch ein großer Vorteil für KTB, aber der Genja kommt hier noch weg. Genja schafft es zum Glück, da noch rauszukommen und das war extrem explosiv. Renekton da mit seinem großen Vorteil gearbeitet. Er selber einen Double-Kill geholt in dem Kampf. Er hat große Teile des Gambit-Teams wirklich aus dem Kampf herausgehalten und dort sehr, sehr gut gearbeitet, während Jinx im Hintergrund immerhin ein ganzes Shutdown noch mit eingesammelt hat, danach leider noch gekillt wurde. Wir sehen hier nochmal das Replay. Hier kommt jetzt gleich der Engage von KTB, da der Flash-Tippers auf ganze drei Leute. Culling macht nicht wirklich viel und jetzt kommt die Super Mega Deathrock gleich am Anfang raus. Viel Schaden. Die Box und Renekton, da wir sehen es, er beschäftigt drei Leute praktisch im Alleingang. Lee Sin zwischenzeitlich ganz low, schafft da nicht, das Q zu connecten. Doch, er geht dann da ganz weit rein. Aber im Endeffekt, Jinx sammelt sich dann ein paar Kills ein und am Ende das 4 zu 2, wie wir gesehen haben. Ja, und das ist das große Problem, wenn man Score nicht fokussiert. Der jetzt mittlerweile mit 4, 2, 6 dabei, hat am Anfang ein bisschen Probleme, aber mit Blutdurster und vor allen Dingen mit dem Last Whisper macht man mehr als genug Schaden. Und die gruseligste Vorstellung kommt quasi erst noch. Rio 5-1-3 hat ja bereits hier seinen Stab der Erzengel fertig. Und damit natürlich richtig großes Bedrohungspotenzial vorhanden. Sieht man schon, dass der Schaden mittlerweile stimmt. Diamond muss dann nochmal mit dem Safeguard weg. Aber hier der Fokus auf Score ist da ganz alleine. Wird auch abgeholt von Alex Itch. Kann dann mit dem Reset natürlich wegspringen. Schön gemacht. Und genau diese kleinen Aktionen müssen sie einfach in irgendeiner Form durchspringen, um hier zurückzukommen. Sie sind vom Gold ja noch sehr, sehr identisch. Das war jetzt gerade mal sozusagen das Gegenteil von dem, was wir vorher immer gesehen haben. Bisher waren KT Bullets diejenigen, die die einzelnen Picks bekommen haben, wo Gambit unvorsichtig war und dann einfach eingesammelt wurde von dem Rest des Teams von KT. Diesmal war es Score, der etwas unvorsichtig war, da ganz alleine im Dschungel rumlief und dann hüpft natürlich so ein ekliger Käfer auf einen drauf. Zack, hat man keine Chance mehr, sondern wird dann halt gekillt. Jetzt die KT Bullets hier einmal wieder in der Defensive, müssen irgendwie schauen, wo sie bleiben. Und Kassadin hier unten in der Botlane kann irgendwie nicht wirklich gut gegen Shyvana überleben. Ja, Darien versucht da so ein kleines bisschen Druck aufzubauen.
Aber es fällt halt Gambit schwer, die Türme in irgendeiner Form einzureißen. Sicherlich die Mitte ihn abgeholt. Da hat sich auch Alex Itch gut gemacht. Der Weg der Hydra ist langsam aber sicher geregelt. Das Ding ist nun, dass man in irgendeiner Form sich sammeln sollte und schauen sollte, okay, wo können wir was holen. Toplane wird jetzt auf jeden Fall eingerissen werden. Da nochmal ein schöner Goldvorteil für Gambit Gaming. Wir können da, denke ich, fast gleich gezogen. 2:2 auf jeden Fall auf ihrer Seite. Und sie müssen schauen, dass sie Alex Itch in den Fights auf jeden Fall bewegen können. Er hat Riesenvorteile gegen Score, konnte man sehen. Kann ihn da im 1 gegen 1 holen, aber ich denke, KDB wird diesen Fehler nicht nochmal tun und ihren AD-Carry alleine lassen. Und inzwischen ist halt einfach auch das Potenzial von KTB immer weiter ausgebaut. Cassidy nicht nur mit dem Archangel Staff dabei, bald auch mit seinem Hourglass. Und dann wird er einfach ziemlich beängstigend. Er kann in die Mitte von Gambit springen, alle dazu bringen, ihn zu fokussen. Und dann drückt er einfach seinen 1-Key oder 2 oder wo auch immer er dieses Item hinlegt und ist dann erstmal unverwundbar, unantastbar für das gesamte gegnerische Team und hält da alles aus. Zieht trotzdem noch den Fokus auf sich. Man kann immer irgendwie nicht den Gegner ignorieren, der auf einen drauf hüpft, selbst wenn man weiß, dass er unverwundbar ist. Und das ist halt immer wieder auch ein Fakt, der Rio im Prinzip hier weit in das Spiel reinträgt. Wie gesagt, die Stats sehen sehr, sehr gut aus für ihn. Leopard klopft sich hier mit Darien so ein kleines bisschen itemtechnisch. Ist halt Leo so ein bisschen überlegen. Der Brutalizer schmerzt halt doch schon im Gesicht von Darien. Versucht da als, natürlich als Halbdrache so ein Stück weit gegenzuhalten. Bezogen auf die Items zieht es halt Genscher immer wieder vor, eher auf das Infinity Edge zu gehen. Er spielt sehr anders als viele andere AD Carries. Er verlässt sich sehr viel mehr auf seine Auto-Attacks und mag offensichtlich die Crits sehr, sehr gerne. Macht damit viel Schaden und jetzt gerade, das ist sehr interessant von KTB, sie holen alle 5 Member ihres ganzen Teams hier runter in die Botlane. Und die Frage ist, kann Gambit schnell genug reagieren? Kha'Zix ist immer noch alleine in der Toplane. Jetzt gehen sie unten auf den Tower. Wie weit kommen KT Bullets mit diesem Push? Oh, sie lassen davon so ein Stück weit ab. Also okay, dann eben nicht. Das ist eine interessante Entscheidung. Man hätte sich jetzt sammeln können und den Turm abgeholt, weil, man muss hier dazu sagen, Alex Itch hat ja aufgegeben, die Toplane weiter zu pushen. Auch die Ultimate ist jetzt hier rausgegangen. Was war das bitte für eine Entscheidung? Also Score hätte jetzt hier niemanden abholen können. Fand ich interessant. Haben sie sich jetzt hier irgendwie so ein kleines bisschen abholen lassen? Tibbers wurde jetzt nicht getroffen. Alex Itch hat jetzt diese wichtige Ultimate und nun provoziert. Man könnte jetzt hier einen Fight in irgendeiner Form forcieren, weil Gambit Gaming da jetzt Ultimate-technisch überlegen ist. Also muss KTB sehr vorsichtig sein. Dragon ist in 1,5 Minuten wieder da. Das ist reichlich Zeit, um hier noch auf der ganzen Map irgendwie etwas Druck aufzubauen, dass die Ultimates wieder da sind und man dann wirklich für den großen Kampf bereit ist. Dazu muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man nicht einfach so eingesammelt wird und irgendwo stirbt. Das heißt, Gambit und KTB jetzt erstmal wieder vorsichtig und gucken sich irgendwie mal wieder in der Mitte an. Können sich nicht so wirklich entscheiden, wo sie jetzt hinwollen. Können schon sehen, dass jetzt nochmal auf der Seite von Alex Itch der Last Whisper bevorzugt wurde. Also es bleibt erstmal beim Tiamat. Das ist da ja natürlich auch eine ganz gute Entscheidung. Flächendamage ist ja immer noch da vorhanden. Also interessante Spielweise. Gambit Gaming nutzt die Tatsache nicht aus, dass Ultimates fehlen. Mafa selber hat ja noch einen relativ hohen Cooldown auf seinem Tibbers-Score. Mit seiner Super-Mega-Death-Rocket ist da wieder am Start. Also da Flächendamage garantiert. Aber das Spiel wird ja wieder ein kleines bisschen träger. Jeder ist hier so vorsichtig, wie es geht. Man versucht ja, die ein oder anderen Mitglieder in kleinere Fights geraten zu lassen. Aber davon bezogen auf das Ward-Placement sind halt beide recht gut unterwegs. Zwar viele Sweeping-Lenses vor Ort, aber trotzdem ist die Sicht dann auch okay. Darien versucht jetzt im Leuchtturm. Jetzt kommt ja Alex jetzt rein. Kann aber Leopard nicht abholen. Diamond versucht dann nun dazu zu kommen. Trifft auch das Q. Kann das auch gedenken. Schön hier die Insect Plays ausgepackt. Leopard kriegt da riesengroße Leben. Aber er vergleichsweise, denke ich, wird am Ende doch noch ausgenockt. Alex Itch, komm da nochmal weg. Kassadin ist hier auf der Seite und natürlich Jinx ganz auf der anderen Seite der Map. Kassadin muss jetzt aufpassen, dass er den nicht von dem Hook getroffen wird. Und für den Moment sehen KT Bullets so aus, als ob sie das Ganze überleben würden. Shyvana muss jetzt natürlich auch nach Hause gehen. Das heißt, es wird für den Dragon ein 4 gegen 4 sein. Renekton natürlich noch ganze 15 Sekunden nicht wieder auf der Karte, während Shyvana jetzt schon anfangen kann, zum Dragon zurückzulaufen. Aber er ist schon am Leben. Das heißt, wenn Bullets sich beeilen, können sie den hier für sich sammeln. Da müssen sie sich aber richtig beeilen. Rio schluckt ja schon einigen Schaden von den Rake Diamond. Kann hier das Q, aber kann hier den Ziel nicht durchspringen. Wir sehen ja schon, dass Leoke nochmal durchgeht. Und Perl ist jetzt draußen. Man versucht hier mit dem. Oh, Alex Itch zur Arbeit. Wird ja nochmal von den Kokoon getroffen. Die Frage, wie weit will er ihn chasen? Jetzt hier der Re-Engage. Wow, der Schaden gegen unseren Edward wurde hier ein bisschen unterschätzt. 1:1 nun insgesamt getradet.
Aber natürlich den Drake Fuller. KTB da im Vorteil. Diamond, du solltest da lieber nicht face-shaken. Muss da wieder im Safeguard. Aber Rio, absoluter Schaden. Wurde ja im einen angerichtet. Score kriegt jetzt ebenfalls Probleme. Jetzt kann Alexic reingehen. Vielleicht mit den Resets arbeiten. Muss natürlich aufpassen. Wurde jetzt hier nochmal von Leopard abgeholt. Jetzt kann man wieder reengagen. Der Kick ist nun endlich draußen. Aber hinter den Linien ist das Score mit seinem Raketenwerfer sehr, sehr fleißig. Jetzt ist die Frage, ob man hier noch den Blue Buff bekommt. Sieht so aus. Aber immer wieder ein Vor- und Zurück. Renekton ist so tanky, er stirbt einfach nicht und er war dann endlich wieder dabei, ist in den Fight reingegangen und hat dann immerhin nochmal einen Kill abgeholt. Alexic konnte da auch nicht mehr überleben, also die Midlaner getradet, aber vorher haben wir auch gesehen, dass natürlich, jetzt kriege ich den Namen nicht hin, Thresh auch ganz schnell ausgenockt wurde. Elise musste auch dran glauben, also da praktisch insgesamt ein 2 für 2. Das ist interessant. Das Spiel immer noch ziemlich ausgeglichen und jetzt Darien will endlich diesen Tower hier unten in der Botlane holen. Das könnte so ein kleines bisschen das Spiel noch weiter ausgleichen, was das globale Gold angeht. KDB ist noch ein bisschen weit vorne. Edward selber geht jetzt hier langsam aber sicher auf das Locket. Haben wir vergleichsweise selten bei den Intel Extreme Masters gesehen. Gibt natürlich eine ordentliche Portion Magieresistenz für das ganze Team. Was ja auch wichtig ist, um den Schaden von Kasadin, von Elise, aber auch von Annie zu verhindern. Denn wenn diese Tibbers richtig gut sitzen, werden hier die Probleme für Gambit Gaming natürlich nicht gerade kleiner. Alexic wird hier eventuell nochmal erwischt, springt aber sofort weg, was denke ich auch die richtige Entscheidung ist. Darien immer noch auf dem Weg bei der Botlane, versucht er zu split-pushen. Hier den Fight zu wagen, könnte natürlich gefährlich sein. Smite geht es hier durch. Hook an den Spin vorbei, hat aber nicht ganz geklappt. Oh, jetzt geht hier Rio rein, kann er ohne Schaden suchen. Der Tibor sitzt hier auf jeden Fall. Alexic kommt da eventuell nochmal weg. Box wird hier zum Disengage nochmal wenden, aber Edward kriegt hier Riesenprobleme. Wird hier, denke ich, noch abgeholt werden. Jinx, da der nutzt dieser. Jetzt versucht man hier auf Leopard zu gehen. Verliert ein bisschen AP, ist aber noch tanky genug. Jetzt muss hier Darien nochmal reingehen. Aber Rio auch relativ tanky, kommt da nochmal ein Aluro weg. Versucht natürlich und richtig gut gemacht. Schnappt sich da nochmal den Genja. Ärgerlich natürlich. Jetzt wird man den Mid-Tower verlieren. Der Kampf von Katie Bullets war großartig. Erst haben sie zwei Mitglieder von Gambit da im Jungle gecatcht und dann sind sie einfach nur noch hinterhergelaufen. Und Kasadin mit Ultimate und Flash war natürlich, hatte so viel Reichweite, ist da noch an Lucian dran gekommen, hat da noch einen Kill geholt. Könnte das jetzt noch einer sein? Nein, diesmal nicht. Sie müssen sich zurückziehen, denn K6 ist wieder da. Hier wird nochmal ein bisschen Schaden ausgeteilt. Sie haben jetzt ja keine massiven Fläche-Ulti, um hier KTB in irgendeiner Form abzuholen. Tower konnten sie noch verteidigen, das war auf jeden Fall essentiell, aber hier wurde auf jeden Fall gezeigt, dass man hier die Jinx auch gut in das Spiel reinbekommt. Sie ist immer wieder in der Backline, kann da ihren Raketenwerfer einsetzen und ist natürlich mit der Passiven in der Lage, sehr gut zu chasen. Edward selber häufiger das Opfer, muss dann natürlich schauen, dass er sich da ein Stück weit vorsichtiger verhält, die Laterne immer wieder nützlich, um die eigenen Teammitglieder zu retten, aber Gambit Gaming muss vorsichtig sein. Auf jeden Fall, jetzt gerade hätte Gambit hier die Chance, womöglich einen Baron anzufangen, da sie wissen, dass Renekton relativ low ist. Er war in dem letzten Fight wieder super, super tanky und er konnte einfach da rumsitzen und ganze 4-5 Leute von Gambit beschäftigt halten. Jetzt 4-5 Leute von Gambit da in dem Baron-Pit und sie versuchen jetzt hier zu baiten. Kasadin, du musst aufpassen, immerhin trifft der Hook nicht, damit wird er jetzt noch eine Weile lang leben. Katie Bullets müssen jetzt gerade einfach stallen, bis Renekton wieder beim Team ist, denn er ist einfach diese Frontline, die da sein muss. Problem ist auch, Rio wird man jetzt einfach nicht tot bekommen. Er ist vergleichsweise tanky, relativ mobil und ist auch in der Lage, Schaden rauszubringen. Oh, Score lässt sich hier alleine blicken, wird auch hier eventuell noch abgeholt werden. Tibbers kann da wenig machen. Alexic wird aber eventuell auch sein Leben verlieren. Schön gemacht, nochmal mit der Laterne. Kann er? Nein, er kann dem Ignite nicht widerstehen. Wird er ebenfalls noch abgerissen. Damit natürlich sehr, sehr viel Schaden verloren gegangen. Genja wird jetzt hier gechased. Leopard natürlich ein riesiges Krokodil, was da versucht zu kämpfen. Box ist jetzt draußen, um so ein bisschen zu disengage. Hier holt man sich hier nochmal Elise ab. Das hat gut funktioniert, aber Edward ebenfalls. Hier noch das Slice and Dice Opfer. Rio nicht faul. Versucht er hier mit dem Kasadin zu chasen. Und das ist natürlich kein Problem. Holt sich hier noch den Doppelkick. Kann aber noch weitermachen. Diamond zieht sich da aber zurück. Also wieder, K6 kriegt zwar die Jinx, aber danach der Re-Engage von KT ist einfach zu stark. Sie tauschen dann den K6 gegen die Jinx und das ist sogar noch halbwegs in Ordnung, denn sie haben noch Kasadin, der hier so viel Schaden macht. Das Schild ist gut genug. Sie kriegen den Inhibitor Tower. Jetzt gehen sie noch weiter rein. Renekton holt sich fast den Kill. Und ein Autotech reicht hier noch aus. Rio schnappt sich das Ganze noch. Den Inhibitor lässt man aber stehen. Man weiß, Alexic ist zurück, hat auch seine Homeguard. Will natürlich hier ihm keinen Triple Kill abgeben.
Boah, das ist richtig unangenehm. Gambit Gaming jetzt ganz schön zurückgefallen. Sie lagen lange Zeit in Führung, was das globale Gold angeht. Auch die Zauber waren sie sehr fleißig, haben jetzt aber viele hintereinander verloren. Und trotz des frühen Verlusts von Jinx war man in der Lage, jetzt einfach mit Rio das Ganze auszugleichen. 10, 2, 7 Kasadin, das wird richtig grausam. Auf jeden Fall, er ist hier die treibende Kraft für die KT Bullets und macht wirklich auch das Spiel für sie. Gerade in der letzten Runde, wieder in dem letzten Kampf. Ja, Jinx war tot, aber Kasadin hat danach nicht nur den Kha'Zix mitgenommen, sondern ist dann immer noch weitergegangen, hat auch Lucian noch gekillt. Es ist einfach keine Chance mehr, dass Gambit da dann irgendwie den Kampf gewonnen hat, nachdem beide ihre Carries ausgeschaltet wurden. KT Bullets jetzt gerade mit allen Karten in der Hand, kann ihre Trümpfe einfach runterspielen. Bin sehr gespannt, wie sie das hier machen. Jetzt versucht man hier den Baron so ein kleines bisschen zu baiten. Man versteckt sich ja hinten in der Ecke. Derry natürlich der Erste, der das Ganze bemerken wird, aber die Laterne könnte ihm helfen, da nochmal wegzukommen. Sehr, sehr wichtiger Spell, um dann nochmal mit Teammitglieder zu sichern. Aber Gambit Gaming musste aufpassen. Nur der Schaden gegen Danger viel zu viel. Kommt aber nochmal von der Rocket Deck. Keine Chance, aber gegen Insect. Er schnappt sich da den Kill. Jetzt versucht man hier mit dem Kokon natürlich noch zu arbeiten. Das Chase-Potenzial auf der Seite von KTW viel zu groß. Wird nochmal vom Sepp getroffen. Dahingehend auch noch abgeholt. Rio da mit dem Kasadin viel zu mobil. Mit Inhibitor wird jetzt ebenfalls dran glauben. Auf jeden Fall. Da gibt es nichts mehr, was Gambit da tun kann. Sie wollten den Baron nachgucken. Und während sie das getan haben, kam von hinten der Schaden auf Genja drauf. Genja hatte keine Chance, das Ganze zu überleben. Danach Shyvana ist geschmolzen. Eigentlich ist sie ja sehr, sehr tanky. Aber wenn dann doch das ganze Team von KT Bullets oben drauf haut und natürlich Elise mit dem Prozent Health Damage da ordentlich reinhaut, ihre Executes oben drauf macht, dann lebt auch Shyvana nicht mehr besonders lang. Also jetzt mit zwei Leuten immer noch tot, bewegt sich KTB endlich zum Baron und auch dieser sollte eigentlich ihnen gehören. Was können Gambit hier noch tun? Gerade mit Leopard, der hier ewig lange diesen Riesenwurm tanken kann, dürfte das kein Problem sein. Rio wurde da, Marfa wurde zwar getroffen, wird auch hier eventuell abgeholt. Er schafft aber nochmal den Timos aus und sie klumpen hier natürlich massiv. Jetzt wird hier einer nach dem anderen abgeholt. Alex, ich kann nochmal wegspringen. Das ist natürlich der Mobilität geschenkt. Aber zwar den Baron ganz kurz abgebrochen. Die Mitglieder sind auch relativ low, müssen sich da auch zurückziehen. Trotzdem, Kills natürlich investiert, um nochmal Zeit zu gewinnen. Also das war aber ziemlich Glück. Gambit, ja, sie haben den Baron aufgehalten und da sie nur einen Kill abgegeben haben, war es das auch wert für sie. Das war aber sehr, sehr knapp. Es hätte super leicht schief gehen können. Wäre Alex dann noch abgeholt worden und vielleicht Lee Sin noch hinterher, dann wäre das Ganze schief gegangen. Baron wäre trotzdem noch an KTB übergegangen und sie hätten danach das Spiel beenden können. So wie es jetzt steht, hat Gambit nochmal den Pauseknopf gedrückt, holt sich immerhin den Dragon, um wenigstens etwas Gold zurückzukriegen. Zephyr ist jetzt fertig auf Lucian, das heißt, er kann etwas besser überleben, aber insgesamt KTB hier immer noch auf der Offensive. Oh, Darien, du wirst hier so oft abgeholt. Kannst du nochmal den Dragon raus? Ich denke eher nicht. Wird dann nochmal von Rio erneut erledigt. Er natürlich mit einer gigantischen Anzahl an Kills auf seinem Konto. Wird dann früher oder später sein Fullbild erreichen. Hat natürlich mit der Trainer auf das Late Game gesetzt. Dieses jetzt auch erreicht. Sind schon Score mit der Minigun. Kann da gut Schaden an den Baron anrichten. Edward versucht das so ein bisschen zu nerven. Der Fokus auf Marfa hat sich zuvor nicht gerade als günstig erwiesen. Diamond kriegt ja ordentlich was an. Die Rocket ging aber daneben. Jetzt klumpen mir die Leute ein kleines bisschen. Jetzt versucht ja Alex sich ein bisschen reinzukommen. Aber keiner ist isoliert. Kann den Schaden da nicht garantieren. Holt jetzt zwar einen nach dem anderen ab. Wird jetzt aber in einer gigantischen Meute wiedergeboren werden. Genja versucht dann noch seine Kill zu holen. Gut gemacht hier. Nochmal von Insel kriegt er den Kill und Genja muss jetzt hier vor diesem riesigen Krokodil wegrennen. Ist da noch relativ mobil. Bluebuff da vergleichsweise nützlich. Aber wir sehen schon, Squad da auf dem Weg will da chasen. Leopard wird es jetzt, denke ich, aber sein lassen. Lieber die Rotation zur Mitte. 4-1 getradet. Der Baron Buff immer wieder der Punkt, wo man fightet. Aber natürlich immer noch KTB im Vorteil. Darien ist wiedergeboren worden, verliert aber vergleichsweise viel Leben, kann das schlecht verteidigen, hat keinen guten Wave-Clear. Sieht aber so aus, als ob sich KD Lodestorm Bullets nochmal zurückzieht. Sie geben sich hier mit einem Turm zufrieden, reicht auch durchaus aus. Wieder mit mehr Gold, mehr Kills, mehr Vorteilen auf dieser Map. Sie haben Baron immer noch auf dem Tisch. Das heißt, sie ziehen sich einfach wieder zurück. Jetzt ist es noch riskanter als vorher, sowieso schon, für Gambit ihre Base allein zu lassen. Weil die Super Minions jetzt nicht mehr nur einen Turm gegen sich haben, nicht mehr zwei Türme gegen sich haben, sondern nur noch einen. Und damit ist es für sie natürlich noch leichter, dort in der Base mehr Schaden anzurichten. Gambit muss jetzt extrem aufpassen, wo sie sich auf dieser Map bewegen. KT Bullets immer noch im Vorteil. Und
versucht jetzt hier so gut wie es geht noch den Baron zu clearen, beziehungsweise dessen Vision. Jetzt haben wir ganz kurz auf der Karte gerade alles gesehen, aber Rui will da natürlich Genji abholen. Er selber verfügt nicht gerade über viel Resistenz. Darion, du wirst hier so oft abgeholt, das ist natürlich ungünstig. Kann ja nochmal entkommen, aber wir sehen schon wieder der Fokus auf Marfa. Er wird zwar noch geholt, aber Rio immer noch in der Lage, viel Schaden rauszurücken. Jetzt muss man natürlich fliehen. Rio sehr, sehr mobil mit dem Kasedin Diamond, versucht dann nochmal Zeit rauszuholen. Mittlerweile auch Leopard gecatcht worden. Das ist natürlich die Möglichkeit für Gambit zurückzukommen, aber jemand muss hier Score fokussen. Er mit dem Raketenwerfer gut dabei. Genscher muss sich da auch zurückziehen. Diese Crits sind unangenehm. Gerade die Resets mit der Movespeed sind da hervorragend. Alex schnappt sich da nochmal die Jinx. Muss aber schauen, dass er hier das Weiße sucht. Wird nochmal vom Cocoon getroffen. Sehen wir schon, Insek will da den Kampf nochmal suchen mit seinen Spinnen, die er natürlich seine Freunde nennen kann. Muss jetzt aber aufpassen. Rio wird da jetzt ebenfalls noch dazukommen. Alex versucht ja nochmal von der Base quasi die Distanz zu suchen. Das Silence sitzt. Auch der Hexdringer hat jetzt den ganzen Schaden abgefangen. 4:3 insgesamt und der Inhibitor immer noch nicht down, wird jetzt wieder abgeholt werden. Aber wir haben wieder gesehen, Renekton stand da praktisch rum, 1:4 oder 1:5 sogar, hat alles überlebt, sogar noch einen Kill abgeholt, bis Kha'Zix endlich dazu kam und ihn dann gekillt hat. Der Kampf war zwar nicht so schlecht für Gambit, es waren 3:4 und Kha'Zix hat das alles überlebt, aber der Inhibitor wurde wieder mal getötet. Das heißt, Gambit hat wieder ganze 4 Minuten, wo sie aufpassen müssen, dass sie ihre Base nicht zu lange alleine lassen. Und jetzt haben Katie Bullets erneut die Möglichkeit, an diesen Baron zu gehen. Annie bereits da, Marfa cleart hier die Wards weg und wenn dann keine Vision mehr da ist für Gambit, das ist es, wo sie dann gefährdet sind. Oh, Marfa wurde da nicht erwischt, Talisman gleich aktiviert, um hier das kleine Kind nochmal nach Hause zu bringen. Wird aber jetzt aber trotzdem gefährlich. Gambit Gaming ist vom Gold ja immer noch relativ behind. 5000 Gold ist vielleicht auf 50.000 bezogen auf der Relation nicht mehr viel. Aber dieser Kasedin 13-2-13 hat hier mehr Kills auf dem Konto, als er im Prinzip benötigt. Jetzt kommt hier aber nochmal Alex Itch dazu. Kann ja mehr als genug Schaden anrichten. Das Sauerglas ist jetzt draußen. Man muss natürlich hier Zeit schinden, damit die eigene Teammitglieder da sind. Super Mega Dirt und trifft jetzt mal. Reicht aber nicht auch da. Der wichtige Shutdown. Jetzt Rio abgeholt. Jetzt muss jetzt natürlich versuchen, möglichst wenig Teammitglieder zu verlieren. Diamond kriegt hier riesengroße Probleme. Kann sich dagegen Score nicht behaupten. Aber Darion schnappt sich da, die Elise Insek hat sich da sofort verabschiedet. Auch Leopard wird jetzt nacheinander aufgeholt. Das ist natürlich die Möglichkeit für Gambit Gaming zurückzukommen. Man hat hier ewig lange um den Baron getanzt. Jetzt hat man hier die Überzahlsituation auf jeden Fall auf seiner Seite. Gambit Gaming könnte jetzt zurückkommen. Und das war wirklich Kasedin, der einfach nicht da war, wo er hätte sein dürfen. Gegen Kha'Zix kommt er nicht an. Der Hextrinker ist da ganz, ganz wichtig auf Kha'Zix. Er gibt ihm genug Magic Resist und danach der Rest von KTB war nicht geordnet genug in ihrer Verstärkung. Stattdessen jetzt, dass der Baron für Gambit und sie sind nur noch 2000 Gold hinten dran. Das ist nichts. Drei Tower, ja, sie haben einen Inhibitor down, aber das ist nicht genug, um dieses Spiel jetzt schon zu beenden. Gambit haben auf jeden Fall hier noch eine Chance. Das ist natürlich super ärgerlich für KDB. Sie haben so gut gespielt. Diese Roadster Bullets, gerade mit Rio, hat sich fantastisch behauptet, aber wenn er allein erwischt und trotz der Mobilität kommt er ganz einfach nicht gegen diesen knallharten Schaden von Alex Itch an. Riesengroßes Problem natürlich. Goldtechnisch alles wieder sehr, sehr identisch. Die Frage ist nun, ob wir wieder in diesen Schachmodus gelangen werden oder ob die Teams sich denken, okay, wir müssen jetzt einen Fight nach dem anderen suchen und finden. Also ich fände das gut eigentlich gerade auf der Seite von KTB, wenn sie nämlich den richtigen Kampf suchen zu fünft, dann sind sie unglaublich stark mit dieser Annie oben drüber und dem ganzen restlichen Team. Sie dürfen halt nicht zulassen, dass Kasedin so alleine rausgefunden wird. Einfach irgendwo in der Mitte vom Nirgendwo von Kha'Zix eingefangen und dann auch demoliert wird. Wenn das nicht passiert, dann ist er endlos stark. Ja, er hat 12, 3, 13, 13, 3, 13, 14.000, fast 15.000 Gold, aber Kha'Zix ist ihm voraus, 16.500 Gold. Alex hier mal wieder beweist, warum er so ein Terror auf Kha'Zix ist. Zumal er auch vom Farm her richtig gut dasteht, muss man ebenfalls dazu sagen. Aber die Gesamtkomposition von Gambit Gaming sehr AD-lastig insgesamt. Sicherlich bringt Darion magischen Schaden. Das gleiche gilt für Edward, der natürlich auch mit seinen Seelen immer, immer kräftiger wird. Also sein Schaden da auf jeden Fall auf Dauer nicht zu unterschätzen. Drake wird jetzt ebenfalls nochmal abgeholt. Das ist aber mehr oder weniger nur der Tropfen auf dem heißen Goldstein. Das heißt, hier fast alle Teammitglieder mit ihrem Full-Item-Build da. Jetzt kommt es natürlich bei Alex jetzt speziell hart auf den Skillern, wie er sich da behaupten kann. Mehr Gold benötigt er nicht. Hat seine Kills natürlich aus seinem Konto schon komplett durchgezählt. Das Ding wird jetzt sein, Belagerungsmodus okay. Wie lange kann da KT Roadster Bullets gegenhalten? Jetzt wird es extrem spannend. Nur noch 100 Gold, nicht mal zwischen den beiden Teams. Es ist so ausgeglichen an der Stelle, wie es irgendwie sein kann. 6:3 natürlich noch in Towern. 11 Kills vorne
für die Katie Bullets, aber das Gold ist ausgeglichen und im Moment haben Gambit das Momentum. Sie haben den Baron Buff und sie pushen jetzt hier hart in der Midlane, wollen sich hier den Tower holen. Sie wollen noch ins Finale rein, sie haben noch nicht aufgegeben. Wir sehen mal wieder, dass es Kämpfen bis zum Ende heißt für diese Jungs. Toplane und Bottomlane pushen jetzt ein wenig gegen Gambit. Das heißt, sie müssen da im Zweifel aufpassen. Aber im Endeffekt können sie hier einfach rumsitzen und ein wenig weiter pushen, da sie ja Baron haben. Ah, das wird aber relativ schwierig. Sie müssen den Baron Buff in irgendeiner Form ausnutzen, denn bezogen auf die Tower ist die ganze Tier-2-Linie noch vorhanden. Also die Roadster Bullets da definitiv noch gut dabei. Und es sieht auch so aus, als ob man den Dive noch nicht richtig wagen will. Es erwartet einen ja ein gigantischer Stun von Marva mit dem Tibbers. Also den will man sich auch nicht gefallen lassen. Der Hook zwar immer wieder da, das wäre natürlich ein sehr, sehr schönes Mittel zum Engagen. Natürlich nicht auf Insek und auch nicht auf Leopard. Sie sind da viel zu tanky. Alex, ich hatte jetzt mal ein bisschen versucht, mehr oder weniger den Poke-Damage auszuteilen, aber niemand kommt hier effektiv an den Turm an. Hook geht es hier rein. Rio versucht da auch mit seinem Schaden so ein bisschen zu drücken. Und Darien verliert immer mehr Leben. Er muss da vorsichtig sein. Sicherlich mit dem Baron Buff eine gute Regeneration. Aber er schluckt und schluckt. Das Wichtige ist natürlich auch, dass Alex hier mit dem Guardian Angel und dem Banshee's Veil inzwischen auch relativ tanky ist und sehr viel überleben kann. Es ist jetzt einfach ganz wichtig, dass KTB hier nichts aufgibt, sondern daran festhalten, was sie haben. Der Baron Buff ist nicht ewig und wenn er denn mal weg ist, haben KTB auch wieder alle Chancen in so einem Kampf gut abzuschneiden. Zumal ja auch der Tower noch vergleichsweise viel AP hat. Niemand kann sich da rantrauen. Genja ist da der allerletzte, der irgendwie da noch Auto-Tanks durchführen kann, weil das Problem ist, sobald Rio ihn irgendwie in Reichweite hat, würde seine Kombination auf ihn landen und Genja hat nur noch die Hälfte seiner AP. Defensiven Items hat er sich halt noch nicht gegönnt und es sieht so aus, als ob Gambit Gaming die Verteidigungslinie von den Bullets nicht mal ansatzweise durchbrechen kann. Es ist jetzt wieder sehr schachartig. Baron Buff ist jetzt vorbei und da ist natürlich die Möglichkeit eventuell hier für die Katie Rose zur Bullets zu engagen. Wir sehen schon, der Schaden auf Genja sehr, sehr hoch. Wurde hier mit einer kleinen Kombination halbiert und das beflügelt natürlich jetzt die Bullets. Sie versuchen jetzt hier den Kampf zu... Oh Gott, der Schaden! Er wurde sofort abgeholt. Das ist natürlich der große Vorteil von Katarin. Jetzt aber hier das große Problem ebenfalls. Diese Klumpen kann hier natürlich versuchen, wirklich wie Schaden anzurichten. Alex Itch ist da gut dabei, wird da jetzt auch Rio abholen und Marfa wird jetzt ebenfalls noch dran glauben. Er kriegt jetzt hier einen Reset nach dem anderen. Leopard versucht noch mit dem Flash so ein bisschen zu... Oh, dieser Hook! Fantastisch gemacht. Oh Gott, das Krokodil ist aber auch mobil, kommt hier immer noch weg, wird aber doch irgendwann abgeholt werden. Jetzt ist das Ace da. Das war natürlich super ärgerlich. Gambit Gaming kann hier auf jeden Fall noch das Spiel für sich entscheiden. Richtig gut insgesamt gemacht. Ohne Genja diesen Fight wirklich gut überstanden. Wobei man sagen muss, Rio richtig gut gehandelt. Hat zwar hier den DD-Carry abgeholt, es reicht aber nicht. Genja wurde ausgelöscht. Er hat nicht mal 5 Sekunden in diesem Kampf überlegt. Kassel, den hat ihn einfach nur zerstört. Von 100 auf 0 in 0,1 Sekunden. Und an der Stelle dann war Gambit Alex Itch aber nicht mehr zu stoppen. Er ist einfach in den Kampf reingegangen und keiner hat ihn kaputt gekriegt. Er ist zu tanky an dieser Stelle. Und er hat dann seine Resets bekommen. Und es war das Ace. Es war der Inhibitor. Hier nochmal der Kampf. Es geht gleich los. Hier Alex geht direkt nach hinten. Genja ist jetzt schon auf der Hälfte seines Lebens. Und das erzeugt natürlich das Potenzial, dass er da sofort von Ryu komplett zerstört wird. Zack, oh ist er Gott. Weg. Aber jetzt sehen wir den Re-Engage. Kha'Zix kommt hier von der Seite rein. Direkt hinten auf beide Carries drauf und so viel Schaden. Jinx überlebt hier überhaupt nicht, obwohl er noch flasht. Er kommt nicht über die Wand und damit wird er zerstört. Jetzt Ryu wird gleich hier auch nicht mehr lange leben können. Da kommt Kha'Zix auf ihn drauf, macht so viel Schaden und auch Lee Sin hat einfach nochmal das Q rein. Es gibt einfach nichts, was Katie hier machen kann, um den Train von Gambit da irgendwie aufzuhalten. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Vor allen Dingen jetzt glänzt die Hydra von Alex Itch massiv. Dieser Flächenschaden verteilt sich natürlich auf alle Teammitglieder. Sollte man da so klumpen, ist ein Riesenvorteil. Sicherlich ist man vor dem isolierten Schaden geschützt, aber nicht vor dem Hydra-Damage. Hat jetzt nicht ganz funktioniert. Man muss ja aber dazu sagen, Gambit Gaming war vorsichtig. Haben lediglich den Mitinhibitor bekommen. Die äußeren Tower stehen ja noch. Sie versuchen da zu rotieren. Aber hier leichte Backdoor-Action. Hier könnte ein 5-Euro X-Packing mehr oder weniger durchgeführt werden. Das ist jetzt sehr, sehr gefährlich. Sie werden jetzt hier den Base-Trade versuchen. Das wird unglaublich schwierig. Wir sehen schon Marfa da auf dem Weg. Man würde jetzt hier Leopard absuchen, aber das klappt nicht. Der Inhibitor wird jetzt fallen. Auch mit Score haben sie mehr als genug Schaden zur Verfügung. Der Tibbers jetzt ebenfalls auf den Tower geschmissen. Es ist ja quasi nur noch einer. Der Inhibitor wird jetzt hier auf jeden Fall nicht verteidigen können. Der Nexus geht hier langsam, aber sicher down. Genja, was suchst du da? Du bist schon so gut wie tot. Keine Chance. Dieser vierfache Backdoor hier von KT Roadster Bullets holt da auf jeden Fall das Ticket für das Finale. Richtig.